Morgen und einen wundervollen. Heute jetzt mal richtig Retro. Ich hatte die Konsole ja schon mal hier vorgestellt. Das ist bestimmt schon ein Jahr, anderthalb Jahre her, aber nie irgendein Let's Play davon hochgeladen. Ich glaube, bei der Vorstellung habe ich damals ein bisschen Let's Play eingeblendet. Ich habe aber Mensch, ist ja auch egal. Und zwar rede ich von einer Konsole, die ziemlich alt ist, ja. Viele werden sich von euch das Ding gar nicht kennen. Interton. VC 4000. Es wird hier auf Original-Hardware gespielt. Das Ding ist auch mit einem Antennenkabel angeschlossen. So, was habe ich reingeschmissen? Kassette 32. Weltrauminvasoren. Ist jetzt so eine Zellophanfolie drin. Da gibt es auch keine passenden irgendwie Schutzhülle für die Dinger. Das Modul hat nur noch einzeln hier rumliegen. Ja, und das werde ich jetzt spielen, weil das bietet sich irgendwie an, das erste Let's Play für diese Konsole zu sein, weil das Teil ist ein Space Invaders Klon. Ja, und den werde ich euch jetzt mal zeigen hier. Ich habe das Ding auch vor eineinhalb Jahren oder so das erste Mal gespielt und seitdem eigentlich auch nicht mal angerührt. Also die Konsole wurde jetzt sehr lange bei mir nicht mal angerührt und das muss ich jetzt wirklich mal ändern, weil die ist ja eigentlich ganz geil. Das ist auch so die Konsole, wo ich probiere auf dem Fullset zu gehen, da gibt es nicht viele Module. Oh Gott, 35 sind es glaube ich oder so, drei oder vier Firmen noch, irgendwie so in der Größe und die sind aber richtig scheiß teuer. Ja, dann starten wir das Ding mal. Also wie gesagt, das kann Arc Retro jetzt werden. Ja, das mache ich aber hier auf dem Kanal. So, schalten wir mal um hier. So. Also Bild ist halt wie es ist. Das Ding ist über. Ah, warte mal, zeig hier ein kleines Kabelproblem gerade so. Über ein Antennenkabel angeschlossen und ich mache das immer so, das ist die günstigste Version für dicke Variante halt, wenn man alte Konsolen mit einem Antennenanschluss capturen. Ich habe mir einen DVD-Recorder geholt, der hat einen Antenneneingang und einen HDMI-Ausgang. Wo passt. Hatte ich aber auch mal ein Video gemacht, da müsst ihr mal gucken, wie ich das angeschlossen habe, den ganzen Kram. Das läuft 1A, klappt aber nicht mit jedem sofort ohne Probleme oder gar nicht, weil ich habe zwei verschiedene Teile im Video erwähnen. Ich habe jetzt einen von Sony, dann habe ich noch einen anderen, welcher ist das ja, der runter steht, ein Panasonic, da habe ich ein Problem. Der probiert das Bild digital aufzubereiten immer wieder und da gibt es immer so schwarz Bild zwischendurch, mal so kurz mal alle 5 Sekunden, bup, schwarz und dann liegt wieder da das Bild. Also total nervig, kannst du nicht zocken. Gut, machen wir mal ein Reset bei dem Ding. So, das ist jetzt die 0815 Version und wie ihr seht, das ist ein Space Invaders, dieses Ding. Sehr einfach gemacht. Also Modul ist auch von 1978 ist das da. So, fangen wir mal an, wa? Ja, starten wir mal das Ding hier gleich. So, ich muss hier bloß mal wegklicken. So. Okay, also der Controller, der sieht so aus, das Ding hier. Ist vom Prinzip ein mega, mega geiler Controller. Richtig geiler Analogstick, der sich selber justiert und eigentlich mehr kann als die Spiele brauchen. Ist richtig geil. Das Ding liegt ein bisschen, ja, nicht ganz so ergonomisch in der Hand, aber besser als den Television-Controller, finde ich zum Beispiel. So, genug gequatscht und los jetzt. Oder nicht? Also Start muss ich drücken. Ha! Boah, mit dem Ton, das müsste passen. Ist ja keine Hintergrundmusik hier oder sowas. Ihr müsst halt warten, bis der Schuss wieder runterkommt. Ist, glaube ich, ja auch wie beim Original Space Invaders gewesen. Also, ich total gepennt, weil ich gerade gucken wollte, ob der noch trifft da. So, Feuerknopf weiter. Hallo, los. Den UFO-Sound, finde ich, den haben sie ziemlich 1 zu 1 kopiert, wa? Warum rauscht der Ding jetzt? Da gab es wohl ein Problem mit diesem Rauschgenerator da drin. Fand ich aber cool. Hör mal. Irgendwie, ja. Ich glaube, ich muss die Controller vielleicht auch nochmal wieder. Weil ihr könnt die auch. Ja, die sind ja empfindlich halt. Je mehr du drückst halt, umso schneller gehen sie rüber. Ach guck mal, hier verschwinden, das wusste ich gar nicht mehr. Wenn die ganz weit unten sind, die dann verschwinden. Ich wollte den unbedingt kriegen. Ein Duell machen mit dem. Ach, das war schon. Komm, mach mal nochmal.
Start nochmal. Der war gut. Egal, komm. Hat der Ding überhaupt drauf? Nee, hat's nicht. Hallo? Schieß doch mal. Ach, jetzt zeigt wieder den Effekt, hat mir ein Schuss unsichtbar. Das ist halt nur bei diesem Modul, kann ich mich noch daran erinnern. Jetzt sieht der gerade meinen Schuss nicht mehr. Was natürlich ein bisschen doof ist. Das habe ich aber auch wirklich nur bei diesem Modul. Also falls einer von euch auch diese Kiste zu Hause haben sollte und er auch diesen Effekt hat. Könnte er mir dieses Mal berichten. Weil fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ich habe dieses Modul ja zweimal hier liegen. Also immer mit der OVP. Und immer ohne. Ihr seht, also er funktioniert, euer Schuss. Also der ist da, der ist jetzt bloß wieder unsichtbar. Ja, und er reagiert ein bisschen träge halt, also. Jetzt ist er wieder da, guck mal. Und dafür sind die anderen aber so dünn. Ich hab's aber auch schon gehabt, 36 Punkte auf heute 31 ab. Also war schon mal besser gewesen. So, warte mal, wir machen mal ein Reset. Und da gab es da hier zwei. Das war für zwei Spieler. Das sind bei 3, zeigt der irgendwie an. Ach, guck mal, mit anderen Hintergrund. Das wusste ich gar nicht. Ach. Guck mal, nehmen wir nochmal die schwarze Version. Lila? Oh, Reset, warte mal. 5. Okay. Ja, aber hilft mit dem Schuss auch nicht. Warte mal, ich mach mal die Konsole aus und wieder an. So. Reset. Ja, ich muss jetzt immer resetten, das Ding. So, ich will das jetzt mal schwarz spielen. Ja, der Schuss ist wieder unsichtbar. Aber dafür sind die von den Gegnern dicker. Also wie gesagt, wenn irgendjemand da dieses Problem kennt, woran das liegt, bitte mal Bescheid sagen. Also es scheint auch nicht am Capture zu liegen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich auch so, wenn ich am Fernseher ganz normal angeschlossen hatte, diesen Effekt. Ja. Ja, ist jetzt halt ein bisschen, jetzt ist mein Schuss wieder da. Also ich vermute mal, das hängt mit dem Modul zusammen irgendwie. Ja, siehst du, den Schuss habe ich jetzt ja nicht gesehen. Ja, komm. Jetzt ist er wieder weg. Für jetzt gekriegt, ist halt gar nicht drauf geachtet. Ist dann dieser Sound, was da steht? Das ist ja auch cool. Ah. 55. Highscore für mich. So, guck mal, Reset, wir nehmen jetzt mal noch ein paar andere drin. Ja, damit schalte ich durch. 5, 6, jetzt mal dann zu zweit. Oh, Alter, ist das eine krasse Farbe. Ich schätze mal, die werden bloß immer schwerer werden, die Dinger. Es ist auch witzig, also der sich noch nie so mit diesen ganz alten Konsolen beschäftigt hat. Bei manchen Farben hat es dann wirklich Verzerrungen gehabt. Und meistens um eine kenne ich auch noch von früher halt aus meiner Kindheit. Als Kind habe ich Dinge gehabt. Ich habe das VC 4000 auch jetzt erst kennengelernt. Das heißt jetzt vor 2 Jahren, weil ich es mir geholt hatte. Das stand damals auch nicht bei Hertie rum, wo ich mal gespielt habe. Und ich kannte auch keinen, der Ding hatte. Und das ist auch nicht so ein groß verbreiteter Teil. So. Achso, hier haben wir jetzt keinen Schutz. Und hier flackert mein Schuss ein bisschen. Also ja. Alternative, in der komme ich klar.
Ja, warum bin ich da? Also mal Feuerknopf, dann geht's drücken, dann geht da. Ticket, hab ich nicht gekriegt. Und ich muss sagen, das macht wirklich immer wieder Spaß, mit der alten Konsole zu spielen. Auch wenn es so ziemlich die primitivste ist, was ich habe. Also es ist die primitivste. Aber es ist laut meinem Wissensstand die erste Konsole gewesen, die Module hatte. Hatte ich ja damals über ein Video so alt ein bisschen erklärt gehabt. Also das Original ist so von Radofin oder... Ah, okay, sind sie unten durchgekommen. Oder von Interton. Interton gibt es immer noch. Ich erzähle jetzt einfach so nebenbei immer ein bisschen geschichtstechnisch halt. Die machen aber jetzt nur noch Hörgeräte, so ein Kram. Die wurden nur aufgekauft. Das holländische Unternehmen ist jetzt geworden irgendwie. Ansonsten ist es wohl deutsch oder nicht deutsch. Also irgendeiner meinte mal im Kommentar, das Original kam wohl doch aus England, Irland. Irland war es so gewesen. Und ist eher von den Deutschen übernommen worden. Dieses Ding hat Radofin. Und die Module müssen reinpassen, würde ich mal sagen. Ich habe mir noch kein Radofin-Modul geholt. Okay, das waren die Dinger. So, warte mal. Jetzt machen wir mal dreimal. Guck mal, da passiert hier. Start. Das wird mit einem Player. Jetzt sind die Schüsse für beide Seiten mal wunderschön. Mit dem Controller, das ist ein bisschen... Ja? Das bewegt er sich, gerade das bewegt er sich. Du musst ihn halt relativ weit bewegen, aber der ist von der Mechanik, ist der wirklich was schon mal Besonderes gewesen, weil die Sachen hast du heute auch mal drin. Halt kann auch sein, dass ich immer ein bisschen wirklich mal zur Brust nehmen müsste, den Controller. Scheiße. Bei mir kommt der so vor, als wenn der ein bisschen träge reagiert. Zweig irgendwie gelähmt. Ach, das war's schon. Komm, wir machen noch eine Runde. Machen wir noch. Jetzt macht mir gerade irgendwie ein bisschen Bock. So, warte mal. Den hatten wir ja schon. Schwarz hatten wir. Machen wir mal den roten Hintergrund, der sieht ja auch eklig aus. Okay, das ist auch dann... Ach, das scheint jetzt eher die einfache Version von dem zu sein, ohne Schutz unten. Mich würde es mal interessieren, so wie ihr das Spiel findet. Also auch gerade mal die, die mit so weit überhaupt nicht aufgewachsen sind. Oder überhaupt nicht kennen. Und die wahrscheinlich gar nicht kannten diese Konsole bis heute. Ich hab mir jetzt auch mal vorgenommen, jetzt auch mal wirklich die alten Konsolen mehr öfter als ein Let's Play von denen zu machen. Weil deswegen habe ich die ja auch hier rumstehen. Um zu spielen mit den Dingern. Würdet UFO, würdet UFO. Kriegen, oder? Krieg ich's? Ja, das ist wirklich ein UFO-Sound, das hätte. Man denkt, das Ding ist kaputt gegangen. Okay. Aber eine Explosion gibt's nicht. Und das Modul, was ich jetzt hier drin habe, die 32, ist so ein Standardmodul, das zeige ich jetzt mal. Die Schuss wieder weg, das ist cool. Also ja, ich würde echt da sagen, das ist ein Modulproblem. Hopp, draufhören. Okay,
Das war's jetzt. Oder, Leute? Hier. Jetzt ist wieder mein Schuss zu sehen, aber von den anderen, das Ding so nicht. Ich find's faszinierend. Also irgendwie, habe ich noch ihn oder war es das jetzt? Jetzt war es, wenn es blinkt, dann war es das gewesen. Jo, könnt ihr mal Kommis runterschmeißen, wie ihr das Ding so findet. Also wie gesagt, ich werde von dem auf jeden Fall die ganzen Module nach und nach hier hochladen. Also das wird eine Weile dauern, also. Dann habt mal noch einen schönen Rest Ostersonntag. Ich dachte, das Ding heute gleich mal, mir war gerade echt spontan gewesen, das Ding anzuschließen. Und wie gesagt, irgendwie ist das ein cooler Controller. Es gab auch da mal einigen Spielen hier noch so ein Ding zum Rauflegen. Jo, da gibt es auch ganz, ganz primitive Spiele. Ja, dann mal wieder danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Vergesst mal ein Like und ein Abo nicht, wa? Macht's gut. Ciao, euer Olli.